Hallo und herzlich willkommen bei Cindy und Stefan aus der Reihe NLP für alle. Heute möchten wir uns ganz besonders an alle Verliebten da draußen wenden, denn wir möchten sprechen über NLP und Verliebtsein. Hallo Stefan. Hallo Cindy. Ja, NLP und das Verliebtsein. Ich meine, das Wetter wird schöner, der Frühling steht vor der Tür. Ist es denn wirklich möglich, mit NLP dieses Gefühl des Verliebtseins auch zu intensivieren? Absolut. NLP hat ja ganz viele Strategien und Methoden, mit denen man seine Gefühle intensivieren kann. Also warum nicht auch dieses, eines der schönsten Gefühle, was es überhaupt gibt. Also was sehr zu empfehlen ist, interessant ist, dass manche da schon automatisch sogar NLP-Mechanismen anwenden in dem Moment. Das heißt, man denkt oft sehr lange, sehr intensiv an diese Person. Und das kann man durchaus noch weiter verstärken. Also sich immer wieder die schönsten Momente vor Augen holen. Also wenn abends ist, der Tag ist rum, nochmal die Augen zuzumachen, sich zu erinnern, Mensch, was waren heute die schönen Begegnungen? Vielleicht gab es irgendwie einen interessanten Augenblick oder eine Berührung oder einen schönen Wortwechsel. Man hat was erfahren mit anderen, vielleicht gab es ein nettes Kompliment, das man sich nochmal in aller Ruhe zergehen lassen kann. Und dann Wiederholung. Nochmal Wiederholung, in Zeitlupe, nochmal A-klein rein in diese Situation. Und wenn man das noch weiter intensivieren möchte, dann kann man das auch aufschreiben. Dann wirklich ein Tagebuch oder auch gleich schon den nächsten Brief anfangen an den Liebsten und beschreiben, du, ich weiß noch, heute, da habe ich in deine Augen gesehen und da habe ich das und da habe ich das gefühlt und so ging es mir. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke und nochmal da intensiv nachspüre, dann geht mir das nochmal viel mehr. Also da kann man einiges machen, um das zu intensivieren. Und das kann ich natürlich dann auch für mich festhalten, mir ankern. Vielleicht mache ich sowieso jeden Tag ein paar neue Bilder dazu oder ich mache sie einfach innerlich, mental, sodass ich sie mir dann, diese guten Gefühle für mich dann wieder abrufen kann. Also diese Liebesbrieftechnik ist wirklich sehr, sehr effizient, sich wirklich hinzusetzen, dem anderen haarklein zu beschreiben, Mensch, ich habe das gesehen, du kamst auf mich zu, du bist wie ein Engel geschwebt und so ein leichtes Gefühl, so ein schönes Gefühl, dann hast du das gesagt und das hat mit mir das und das gemacht und so kann man das letztendlich auch festhalten und für sich immer wieder abrufbar machen, was da ist. Letztendlich ist der Trick des Verliebens ja, assoziiere dich voll mit den Stärken des anderen, mit seinen schönen Seiten. Ganz kurz, was heißt assoziieren? Assoziieren heißt sich intensiv hineinfühlen, hineinversetzen. Wir haben ja assoziieren, da erlebe ich alles aus meiner Ich-Perspektive. Und dissoziieren, da ist es, als schaue ich mich selbst von außen an. Und wenn ich mich verlieben will, dann sollte ich mich assoziieren, mich wirklich daran erinnern, wie schön das Gefühl in meinem Körper ist, wie du dich oder die andere Person sich entsprechend dann gegeben hat, angefühlt hat. Vielleicht gab es ja auch eine kinästhetische Berührung oder einen Kuss sogar oder ähnliches. In dem Moment, wo ich mich da hinein assoziiere, super, mir vorstellen, Mensch, mein Partner, und das ist so charismatischer, oder er ist so hübsch, der ist so attraktiv und ich sehe ihn vor mir und fühle, wie er ist, und das verstärkt natürlich enorm das Gefühl. Okay. Umgedreht, wenn ich mich halt entlieben möchte, dann muss ich mich von den Stärken dissoziieren, Abstand gewinnen und mich assoziieren mit den Schwächen und den schwierigen Seiten des Partners. Vielleicht hat er irgendwie einen Tick, irgendeine Marotte, vielleicht hat er Mundgeruch oder räumt nicht auf hinter sich, lässt alles da stehen und liegen, wo er ist, ne? Oder spuckt seine Kaugummis in die oder was auch immer. Dann muss ich mich darauf konzentrieren, fokussieren, mir vor Augen halten. So gut, so perfekt ist der Partner dann auch wieder nicht, weil das Omelette ist fürchterlich und das und das und das und das und das. Nein, das ist ja auch ein großes Problem. Wie komme ich dann wieder räumt, wie komme ich dann los, wenn der andere das gerade schon in einem anderen Film ist und sagt, ja gut, du bist vielleicht noch verliebt, aber ich bin schon längst zwei Beziehungen weiter. Jetzt reg dich mal wieder ab. Ne? Nicht so gut. Und du machst aber immer noch die Verliebtheitsstrategien. Da wäre es ganz gut, sich dann davon zu lösen. Also es ist ganz viel zu tun hier oben mit unserem Home-Kino. Was passiert da? Also das eine ist das, was in der Außenwelt passiert, aber ganz stark wird es ja geprägt durch unsere Innenwelt. In dem Moment, wo ich gute Gefühle zum anderen habe, in dem Moment, wo ich mich auch traue, selbstbewusst genug bin, das dem anderen auch zu sagen, das auch auszusprechen, stößt das natürlich wieder auf Resonanz beim anderen. Ja, wenn ich das nicht innerlich habe, wenn ich sage, wir gucken mal, ob das noch was wird, ich weiß ja noch nicht so richtig, so also vorsichtig rangehe. In dem Moment stehe ich natürlich auch selbst im Wege, was das Verlieben angeht. Okay.
Schon allein dieses kurze Gespräch hat so viel positive Gefühle ausgelöst. Schön mit dir, Stefan. Ja, jetzt raus mit euch in den Frühling, verliebt euch. Viel Spaß damit. Das waren wieder Cindy und Stefan aus der Reihe NLP für alle, eine Produktion von Lanzi NLP Training. Sehr schön.